Ja, aber der Rasen sieht sauber aus, ne? Der ist gepflegt. Ja, obwohl, das täuscht schon wenig. Wenn das da die Führungskamera war, dann habt ihr hier den Elfmeter gekriegt. Auf das Tor. Ja, genau. Und hier war die ganze, das war alles Stehplätze dahinter. Und da hat die ganze Tribüne gewackelt, gebebt. Also das ganze, die ganze Gegend gerade bis hinter. Und die sind alles hochgesprungen. Und da hat alles. Tore alle hier gefallen. Ja. Gaudino hier Freistoß 0-1, in die Mitte, der Elfmeter dann. Und das zweite Tor war dann Diego hier so über rechts nach innen gepasst und dann so aus 5 Metern. Ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. War es Carreca? Carreca hat es gemacht, ja. Hat es zweite gemacht. Und da hat er sich fallen lassen. Hä? Der Zigeuner, ja. Da, wo jetzt der Mann arbeitet, also noch fast an der Mittellinie und ich stehe. Und da hast du gelb gekriegt? Ich habe gelb gekriegt, ja. Okay. Ja, wollen wir uns mal hinsetzen? Dann brauche ich auch meine. Ihr müsst sagen, was wir machen müssen. Willkommen aus dem Stadion San Paolo in Neapel, benannt nach dem Apostel Paulus und erbaut 1959. Da sah es aber noch ganz anders aus als jetzt. So wie es jetzt aussieht, sieht es seit 1990 etwa aus, seit der Fußball-WM in Italien. Und das ist das gute Stichwort. Ich habe einen echten Weltmeister bei mir, Guido Grofold. Grüß dich. Hallo, servus. In Italien sein, immer was Besonderes für dich, oder? Ja, absolut. Ich glaube, ich habe meinen größten Triumph gehabt in Italien 1990 bei der WM. Ich habe 89 hier gespielt mit dem VfB Stuttgart, das UEFA Cup Endspiel. Hier vorne ist ein Tor, da sind alle drei Tore gefallen. Der VfB ging früh in Führung, dann gab es einen sehr, sehr schmeichelhaften Handelfmeter, den Diego Maradona verwandelt hat. Und dann gab es eine gelbe Karte für Guido Buchwald, der damit im Rückspiel gesperrt war. Und das 2:1 hat auch nochmal Diego Maradona vorbereitet. Jetzt denken alle Leute, hast du deinen Gegenspieler nicht gut im Griff gehabt, aber bei dem Spiel hast du gar nicht gegen Diego gespielt. Nee, da habe ich nicht gespielt. Also ich habe gespielt, aber der Carreca, der leider das zweite Tor geschossen hat, das war mein direkter Gegenspieler. Und Diego ist eigentlich von Jürgen Hartmann beschattet worden, aber er hat es auch hervorragend gemacht. Ungefähr von hier aus am rechten Fünfereck. Ja. Hat Diego Maradona den Ball erst hier im Oberarm mitgenommen und dann in derselben Bewegung fast. Wie hat er den an die Hand geschossen? Weißt du das noch? Aber das war der Jürgen Hartmann. Das war Jürgen Hartmann, aber aus einem Meter. Ja, aber er hat zuerst Hand gemacht. Ja, ja, eben. Die Situation wäre ja gar nicht so entstanden, weil der Schiedsrichter hätte abpfeifen müssen. Hand. Es ist eigentlich nur einer, der sowas kann. Der kann selber Hand machen und bekommt noch einen Elfmeter. Und das war eigentlich auch so. Also muss man wirklich sagen, es war schon bitter auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war das damals für uns, für den VfB Stuttgart, ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Wir waren das erste Mal überhaupt in einem UEFA Cup Endspiel. Da gab es ja noch Hin- und Rückspiel. Und wir haben da eine ganz, ganz, ganz tolle Saison gespielt. Im Europacup war das für uns ein großer Erfolg, überhaupt im Endspiel zu stehen. Wir wollen mal das eins der klassischen Bilder aus dem Finale zeigen. Das war ja ohnehin eine komische WM für dich, weil vorher galtst du ja, ohne das jetzt böse zu meinen, nicht so als das Genie, sondern mehr so der Arbeiter, der seine Aufgaben erfüllt. Und bei dieser WM hast du ganz viele Leute erstaunt. War das für dich auch so, dass du gemerkt hast, hoppla, es läuft richtig gut bei mir? Aber die Leute, die mich gekannt haben, auch schon vorher, die mich gesehen haben im Trainingslager oder auch im Training oder auch in Stuttgart selber, die haben auch gewusst, dass ich auch ein bisschen Fußball spielen kann. Das war natürlich auf der Bühne WM in Italien, war das natürlich für mich auch das Größte, dort dann so eine WM zu spielen und auch noch Weltmeister zu werden und mit der Krönung eigentlich im Endspiel gegen den wahren Diego Maradona zu spielen und ihn auszuschalten. Das war für mich natürlich schon eine ganz, ganz tolle Sache. War aber körperlich auch unfair im Grunde, ne? Körperlich unfair. Ja, ich war einfach in dem Spiel im Kopf größer wieder mit Diego. Aber sonst auch. Also spielerisch hat er im Prinzip keine Schwächen gehabt, außer seiner Körpergröße vielleicht. Otto Rehagel hat mal gesagt, 1,90 Meter kann man nicht lernen. Also das war im direkten... Das ist richtig. Und auch gewisse Schnelligkeit kann man nicht lernen und die Balltechnik kann man auch Aber war das, was du eben gerade gesagt hast, vielleicht so seine einzige Schwäche, dass er eben mental manchmal sich hat aus der Ruhe bringen lassen, dass er dazu tendierte, wenn es im Spiel gar nicht lief, irgendwann weinerlich zu werden, irgendwann den Mut ein bisschen zu verlieren? Oder war das nicht typisch an dem Tag? Ich weiß nicht, ob das typisch ist, aber ich glaube, wenn es einem nicht so läuft, wenn man in einem Endspiel steht, wenn man auch wieder... Und die waren ja völlig chancenlos, muss man sagen. Die waren völlig chancenlos. Er hat natürlich auch ein Problem gehabt. Er hat nicht diese Mannschaft um sich herum gehabt, um
gegen Deutschland zu bestehen. Er musste es richten oder er hätte es richten müssen, wenn sie eine Chance gehabt hätten zu gewinnen. Es ist alles auf seinen Schultern gelastet. Und das ist natürlich schon unheimlich schwierig da. Und wenn er dann selber spürt, Mensch, ich komme nicht vorbei, ich kann der Mannschaft nicht helfen, ich kann nicht meine Akzente setzen, die ich eigentlich setzen möchte, dann hat merkt man ja schon, dass er auch resigniert und denkt, Mensch, umso länger das Spiel dauert, ich glaube, heute funktioniert es nicht. Heute ist der Gegner einfach besser. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen menschlich, wenn man dann auch anfängt, ein bisschen zu resignieren oder sagen, Mensch, was kann ich jetzt noch machen? Und wenn ich keine Lösung finde, um die Mannschaft zum Erfolg zu führen. So endet es dann. Das war in Rom dann am 8. Juli, glaube ich, 1990. Richtig, genau. Ist das so, wie man sagt, dass man so einen Moment natürlich genießt, aber so die Tragweite eigentlich erst viel später kapiert? Es ist so. Ja? In dem Moment, als abgepfiffen wurde, war uns eigentlich, haben wir nicht nur gefeiert und gewusst, jetzt hat man was ganz Großes geleistet, aber man ist gar nicht zum Nachdenken gekommen in dem Moment. Für mich war es sowieso noch doppelte Belastung nach dem Spiel. Ich musste noch zur Dopingkontrolle, zusammen mit dem Diego Maradona. Der musste auch dort hingehen. Wie ist es denn so, wenn man gegen den Spiel redet man auch? Oder gibt es Spielchen zwischeneinander? Es gibt oder? Schon Spielchen und man redet auch und man hat auch mal Blickkontakt. Und es ist schon auch so ein bisschen eins gegen eins Fight manchmal da gewesen, das ist ganz klar. Also mit jedem Zweikampf, den man gewonnen hat, versucht man ihm auch in die Augen zu schauen und dann hat man auch gesehen, wie er anfängt ein bisschen zu resignieren. Er hat dann auch einmal irgendwann mal in der 60. oder 70. Minute gesagt, you again, hat er so, als wieder einen Ball verloren hat. Also man hat dann schon auch mal so ein bisschen untereinander auch Kontakt. Das ist auch ganz klar, wenn man vor allem sehr oft aufeinander trifft. Wie ist das so, wenn man gegen einen spielt, wo man merkt, der kann eigentlich alles? Also eigentlich habe ich technisch keine Chance gegen den. Man schaut natürlich sich den Spieler an, klar, aber er ist ja bekannt gewesen. Er war ja 86 schon bei der WM überragend und war für mich schon auch einer, zu der Zeit war er der beste Spieler auf der Welt und ist auch, glaube ich, wenn man die Historie ansieht, einer der besten Spieler auf der Welt. Ist auch komisch, dass ich hier mit dem Weltmeister sitze und die ganze Zeit über einen rede, der das Finale verloren hat. Ich nehme aber trotzdem an, dass der Name Diego Maradona heute noch das ein oder andere Mal fallen wird. Ah.